Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer des Saale-Infokanals, in unserer neuen Beitragsreihe Rückblicke möchten wir Ihnen interessante Höhepunkte aus unserem Landkreis noch einmal aufzeigen. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung. In Saalfeld, das im feindlichen Vormarschgebiet liegt, wütete Montagnachmittag zwischen 3 und 6 Uhr die Hölle. Dächer und Wände stürzten ein, Kellerdecken gaben nach, Millionen von Glasscherben flogen durch die Luft und Hunderte von Bomben regneten auf die unglückliche Stadt. Mit Bangen hatte jeder bereits ein solches Ereignis vorausgeahnt. Die Wirklichkeit war in manchen Dingen viel schlimmer. In manchen Fällen nicht ganz so arg als die Befürchtungen der Bürgerschaft. Die Berichte von Bombenangriffen auf Nachbarstädte, auf Erfurt, Weimar, Rudolstadt hatten ihren Weg. Jeder rechnete mit einem Angriff auf die Eisenbahnwerkstätten und das umfangreiche Gleisnetz. Montag war unheilverkündendes, klares Flugwetter. Einige Male während des Tages erscholl der Alarm. Der erste wirkliche Angriff jedoch erfolgte um 3 Uhr. Die angreifenden Maschinen erschienen in kleinen Staffeln, täuschend langsam und vielen Richtungen. Keine Flak war zu hören. Es herrschte völlige Stille und es schien fast unwahrscheinlich, dass die silbergrauen Spielzeuge am blauen Himmel einen Zerstörungswert im Sinne hatten. Und dann fielen die Bomben, Schwärme von Bomben. Immer neue und immer neue. Atemraubender Folge und Schnelligkeit. Oft sah es aus, als ob sie direkt auf den Beobachter zuflögen. Der Schock der ersten Explosion bereits verursachte jene wohlbekannte Wirkung. Es waren schwere Bomben, mindestens Halbtonnen. 3 Stunden lang dachte Saalfeld, das jüngste Gericht sei da. Sie kamen in Wellen. Erst mehrere Minuten beklemmender, krachender Erschütterung, dann einige Minuten Atempause. Die Nerven der Menschen in den Kellern entspannten sich. Argwöhnische Hoffnung sprang auf. Vielleicht ist es schon vorbei und du bist nicht getroffen. Und dann ein paar Minuten später dasselbe ohrenbetäubende Dröhnen und dasselbe nicht enden wollende, krachende Erdbeben. Dieselbe nasskalte, irrsinnige Angst, ob der Bunker auch aushält, ob die Kellerdecke fest genug ist. 3 Stunden lang. 3 endlose, mörderische Stunden. Viel, viel schlimmer war es, als man gefürchtet hat. Wir waren am 9. April in der Schule. Und zwar das Gymnasium in der Sonneberger Straße, war Lazarett. Und wir mussten da ins Heimatmuseum, in das uralte Gymnasium, da haben wir da Schule gehabt. Und da ging die Sirene und ein Kollege von ihm aus Düsseldorf, der war bei uns im Prinzip untergebracht. Ja. Wir sind dann nach Hause gesprungen und wir hatten auf dem großen runden Tisch eine Generalstabskarte aufgebaut mit blauen Quadraten. Und da haben wir den Flaksender abgehört und da hieß es auf einmal, feindliche Kampfverbände im Anflug auf blauen Quadrat Cäsar Dora. Mit Bombenabwürfen ist zu rechnen. Ich bin also ein kriegserfahrener Schüler gewesen, Jahrgang 30. Wir kommen aus Düsseldorf, wir haben also schon etliche 100 Luftangriffe hinter uns gebracht, die aber meistens in der Nacht waren. Wir haben also nie Flieger gesehen, wir haben es nur gehört, wenn es gekracht hat und haben hinterher den Schutt und die Glassplitter weggeräumt, wenn es in der Nähe eingeschlagen hatte. Also unsere Oberschule ist 1943 im August von Düsseldorf nach Saalfeld verlegt worden, damit wir 180 Schüler, eben also die Jugend, vor dem Bombenterror in Sicherheit gebracht werden sollen. Die Tafel hinter mir an dieser Mauer soll Einwohner, Besucher und Vorübergehende an das schreckliche Geschehen in diesem April 1945 erinnern. Die Zivilbevölkerung
musste für den Größenwahn Adolf Hitlers und den anderen deutschen Politiker büßen. Gedenken wir heute gemeinsam anlässlich des bevorstehenden Jahrestages der Bombardierung unserer Stadt aller damaligen Opfer des Krieges. Dokumentieren wir auch damit unseren Willen, dass die Menschheit dem Krieg ein Ende setzen muss oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende, so wie es John F. Kennedy, 35. Präsident der USA, einst formulierte. Diese Erkenntnis hat auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Sehr verehrte Anwesende, in diesem Sinne bitte ich Sie um eine Minute stillen Gedenkens, wenn ich als Ausdruck der sichtbaren Erinnerung einen Kranz der Stadt Saalfeld an dieser Stelle niedergelegt habe.